Donaukultur am Donau, der hat natürlich Leitverständnis, dass die Donau kein einheitlicher Kulturraum ist und dass der Heimatbegriff an der Donau natürlich, so wie Sie das als Donau verstehen, einer ist wie eine Perlenkette, auf der viele unterschiedliche Perlen sind. Die Schnur dazwischen, die Schnur innen drin, das ist die Donau. Also die Donau ist ein Selbstzweck, aber sie ist eben auch die Möglichkeit, eine europäische Integration, eine osteuropäische Integration zu führen. Das muss da rein für die Westintegration von Adenauer. Das könnte jetzt die Donau für die Ostintegration werden. Wir haben gesagt, also wo man sich zusammenkommt, gleichsam kommen, wo man redet miteinander, da lernt man sich kennen, da darf man die Vorurteile ab und an. Das wird es durch den Krieg, durch den Nationalsozialismus, mit den Krieg, die Verfestigung dieser Sachen passieren. Das können wir jetzt ab und jetzt wirklich abhauen. Und deswegen ist dort Kulturpolitik sehr nötig. Und wir glauben, dass es nicht nur ein europäisches Thema ist, sondern auch ein bayerisches, dass die Bayern, dass die Grünen und Bayern diesen kleinen zivilgesellschaftlichen Initiativen im Kulturbereich, die für die große Förderung, Europaförderung und so weiter nicht halten, dass wir denen helfen können, dass wir die unterstützen können und dass wir insbesondere im Moment gerade aktuell die Ungarn auch unterstützen müssen, die Kräfte in Ungarn, die nicht nationalistisch sind, dass die sich wieder durchsetzen und dieses Land wieder dorthin bringen, was wir können, in Europa. Also das waren also ein paar Punkte, die wir gehabt haben. Wir haben dann natürlich über 1 Milliarden und dann kann man 40 nicht erzählen.